Ich habe natürlich keine Karte. Ich habe auch keinen Redstone, also kann ich auch keine Karte machen. Also spätestens. Ja. Spätestens, wenn ich letztlich diese Erkenntnis hatte, hätten wir in eine Höhle gehen müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Musik zu laut ist. Nein, sie dünkelt perfekt im Hintergrund. Und ich sollte vielleicht die Helligkeit ein bisschen runterschrauben. Jawohl. Ist das hier auch gar nicht, oh Gott, zu einfach wird. Ah, meine Fresse. Eine Fackel to go. Aber wir haben ja genug Holz. Ich habe es gehört. Oh Gott. Da ist was. Aber wo? Hier nicht, hier ist eine Sackgasse. Na gut, brauche ich erstmal die Kohle ab. Die andere kommen jetzt also wirklich dran vorbei. Und ich würde sagen, wir bauen sofort ein paar mehr Fackeln. Zum Beispiel so. Und wir werden mal schauen, wie weit diese Höhle uns nach unten bringt. Wo ich jetzt sagen muss, dass wir schon recht weit unten sind, weil, als ihr gesehen bei dem Feld, dass wir da echt nur ein bisschen Erde weggekramt haben und sofort Eisen gefunden haben. Das ist auch, kommt auch nicht alle Tage vor. Dann bin ich auch wirklich froh drüber und ich glaube, ich werde immer lauter, weil die Musik gerade bei mir so laut dübelt. Na, jetzt wird's wieder besser. So widmen wir uns dem fleißigen Kohleabbau, damit wir bald mehr Kohle hätten, als wir ohnehin schon haben. Ich glaube einfach, da oben ist irgendein Tier. Ist der Schaf oder so? Was da ist für ein Lied? Nein, das wieder ging. Glaube ich. Ach du Scheiße. Ah, Sackgasse. Puh. Ich glaube, das war gegen Vanitas. Also die Musik ist einfach episch. Der ganze Soundtrack davon ist einfach episch. Das Spiel selbst, ich muss sagen, es war bisher eines der traurigsten Spiele, die ich gespielt habe. Auch das für den DS nicht recorded, sondern 358,5 Days. Das, wo man Roxas spielt. Das ist auch einfach nur sehr dramatisch. Allgemein die Spielserie, ja gut, der erste war noch nicht so wirklich dramatisch. Es war schon Dramatik enthalten, aber nicht so viel. Ach du Scheiße. Verdammt. Hier gar nicht. Sollte der Lava hier Einhalt gebieten. Lava be gone. Freischwimmer. Kraulen. Los. Wasserfall. Hoch. Aha. Das hasse ich auch. Das
der manchmal an einigen Stellen nicht hochschwimmen kann. So, genug Kohle für alle. Da haben wir 48, wird erstmal reichen. Ich möchte nicht die ganzen Spitzhacken für Kohle draufgehen lassen. Ich werde jetzt Kohle eigentlich nur mitnehmen, wenn wir wirklich welche brauchen. Ich habe bisher kaum Viecher gehört. Oh Mann, sag mal, was ist denn das? Alter. Was ist das für eine Höhle? Überall Sackgassen. Oh, wenn wir jetzt hier lang haben, müssen wir noch irgendwo bei der Schlucht wieder rauskommen. Oh, ich will das gar nicht weiter nachschauen. Ich nehme jetzt lieber das Eisen mit. Und wir müssen ganz leise sein, sonst die Creeper nicht hören. Wenn wir in der Nähe wären. Sag mal. Oder sind das die Credits? Meine Fresse. Jetzt kommt der Kampfmusik von... verdammt, weiß ich nicht mehr. Das Spiel ist seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Sollte ich mal wieder. Und wie komme ich jetzt hier runter? Ich könnte das Wasser nehmen. Oder ich könnte den hier machen. Ich sehe ja gerade nicht so wirklich was. So. Oh. So. So. Sehr großzügig gehalten. Hör einfach keine Zunge. Alter. So oberirdisch, ne? Die Map total für ein A-Loch. Unterirdisch. Kannst du gar nicht sagen. Zieht sich einmal hier so quer lang. Alter, gibt's ja mittlerweile öfters. Aber dennoch, es kommt auch nicht alle Tage vor. Die Kohle nehme ich einfach mal mit. Eigentlich nur, damit ich hier diesen Aufwecken kriege. Was ist das für eine... Was ist da leere Höhle? Ich meine... Hallo? Spielt man mal mit Monstern? Und dann das? Ja, soll ja unser Schaden nicht sein. Vermutlich ist das so ein Gummiband-Effekt. Es gibt uns ganz viele Sachen. Hinterher kriegen wir voll ein aufs Maul. Um das mal gelinde zu sagen. Gold! Das sind wir schon so tief. Ich trau mich eigentlich gar nicht hier so. Ja, so. Zu bauen, wenn noch ein, wenn noch alles unerleuchtet ist. Da kann sich jederzeit irgendwas mal schnell anschleichen, wenn so viel in die Luft sprengen. Einen Pfeil ins Knie schießen von hinten. Oder einen von hinten das Gehör mitnehmen. Oder einen mit
seinen Giftdrüsen Gift in den Schädel pumpen, bis man stirbt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch Kingdom Hearts ist oder ein anderes Lied. Klingt nach einem anderen Lied. Klingt sehr heldenhaft. Mutig schritten wir voran. Waren schon Wochen unter der Erde. Wir haben bereits drei unserer Kameraden verloren und schworen, dass wir diese Höhle lebendig verlassen werden. Ja, wir haben den Drang zum Überleben. Und unsere Fähigkeiten sind übermenschlich. Denken wir einfach mal den Trauch, den Gestorbenen. Werden für sie entkommen und da geht ja noch eine Schlucht lang. Und ich werde für unsere gefallenen Kameraden. Mein Gott, ich höre hier überall irgendwas. Ich wusste es. Für unsere gefallenen Kameraden werden wir diese Höhle erforschen und lebendig wieder heimkehren, um berichten zu können, was für tapfere Männer auf dieser Mission gestorben sind. Wenn ich noch weiter so rede, vergesse ich womöglich wieder allen möglichen Dreck. Zum Beispiel dieses Wasser hier abzustellen. Mittlerweile waren 3 Wochen vergangen, als wir in diese Höhle stiegen. Die Nahrungsmittel waren knapp. Und langsam. Nur langsam verfiel ich dem Wahnsinn. Aber dann redete ich mir Mut ein. Du schaffst das. Du hast es deinen Kameraden versprochen. Du wirst es hier lebendig rausschaffen. Du wirst sie nicht enttäuschen. Denn du, ja genau du, du bist ein Mensch. Und Menschen sind angeblich die höchste Lebensform. Aber das beiseite. Du hast die Machtblöcke zu verändern, zu verschieben, zu versetzen, die Welt selbst ihre Einzelteile zu zerlegen. Und auch du, ja, du bist nur ein Einzelteil dieser Welt. Denn ohne diese Welt wärst du nichts. Und ich weiß nicht, was ich hier gerade mache, außer hier ein bisschen mehr zu fluten, weil das Wasser von da oben kam. Mein Gott, wie wir naiv hier in diese Höhle stehen. Ich suche nach ein paar Rohstoffen. Redet mir uns ein, hey, es ist nur ein kleines Loch, das gerade noch umführt. Das Lied ist vorbei. Somit auch diese Geschichte. Ja, das wäre dann das gewesen. Es fiel mir jetzt eines einfach nur spontan ein. Ich weiß, wo man das gemerkt hat. Schon krass, weil das einem manchmal so einfallen kann. Und wie man dabei dann überhaupt noch konzentriert spielen kann, ist mir
Auch ein Rätsel. Nun gehen wir weiter in diese dunkle Richtung, aus der jeder Ecke Gefahr kommen kann. Die Musik deutet es an.